Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Machen wir weiter mit einem Dokumentarfilm, der sicherlich auch Thomas Heise gefallen hätte, weil er den Finger in eine der vielen Wunden der deutschen Gegenwart legt. Heute, also genau zu sein jetzt, findet in Berlin wieder eine große Demonstration gegen steigende Mieten statt. Und kaum ein Thema bewegt vor allem die Bewohner großer deutscher Städte so sehr wie die Zukunft des Wohnens. Auch Experten sagen, die Wohnungsnot wird so langsam zu einem kaum lösbaren Problem. Die Mieten ziehen an und sind sogar Inflationstreiber. Allein in Berlin sind im Laufe des letzten Jahres die Kaltmieten um 20% gestiegen. Nächste Woche kommt ein Filmprojekt in unsere Kinos, das diesen Notstand beleuchtet, erklärt und Wege aus der Krise aufzeigt. Sold City. Also ich habe 139 Euro bezahlt und jetzt zahle ich 534. 400 Euro gestiegen. Ich wohne 33 Jahre hier. Mich mit sowas noch mal beschäftigen muss, dass ich aus der Wohnung raus muss. Also der hätte ich nie geglaubt. Seit der Finanzkrise ist sehr viel Kapital in Umlauf gebracht worden. Kapital, das nach Veranlagung sucht. At the time we were staying in Berlin, the property prices independently of Achelius raised 200 to 300%. Ein Ausschnitt aus Soul City, der in zwei Teilen in unsere Kinos kommt. Regie geführt haben Leslie Franke und Herdolor Lorenz, die ich vor der Sendung in Hamburg erreicht habe und sie fragen konnte, wieso sie diesem unüberschaubar komplexen Krisenthema Wohnungsnot gleich zwei Filme gewidmet haben. Naja, es gab ja schon einige Filme zu dem sogenannten Wohnungsmarkt, aber die Situation ist die, dass das ja immer weitergeht mit den rasant steigenden Mieten in den Metropolen und dass auch zu wenig Wohnungen zur Verfügung stehen. Und wir waren auch in London und sehen, was das für Konsequenzen in Zukunft haben wird. Katastrophal, dass der normale Mensch, der ein normales Einkommen hat, nicht mehr in der Stadt wohnen kann, sondern von weit her anreisen muss. Und dort wird es auch immer enger, weil dort auch die Mieten steigen. Es hat ein System und dieses System wollen wir zeigen. Sie beide wohnen ja in Hamburg, in St. Georg, wenn ich mich nicht irre, und haben auch dieses Viertel in den Film reingenommen. Was haben Sie erlebt, vielleicht aus Ihrem privaten Umfeld, wenn es um die Privatisierung des Wohnungsmarktes in Hamburg geht? Also wir leben ja in dem Viertel seit, ich glaube, seit 1983. Und wir konnten in den letzten 15, 20 Jahren sehr gut sehen, wie dort die sogenannte Gentrifizierung vor sich ging, als die Sozialwohnungen aus der Bindung fielen und plötzlich also Tausende, ich glaube, es waren in der Zeit fast 20.000 Menschen sozusagen aus diesem Viertel verdrängt wurden. Und wir konnten uns sozusagen nur halten, weil wir eine Genossenschaft gegründet haben. Und deswegen liegt uns auch dieses Viertel total am Herzen, weil wir sehen, wie es sich verändert. Und den Teil, den wir jetzt da im Film haben, das ist die Danziger Straße. Und da waren in einem Haus, das in Familienbesitz ist, waren unten ganz viele kleine Gewerbetreibende. Ein türkischer Schneider, ein iranischer Goldhändler, ein Fotograf und an der Ecke so eine kleine Schwulenbar. Und als der Vater gestorben ist, übernahm die Tochter Annette Gätke das Haus und hat sofort beschlossen, aus den Mietwohnungen sollen Eigentumswohnungen gemacht werden. Und die Gewerbetreibenden mussten sozusagen in der bestehenden Frist von, weiß ich nicht, 7, 8, 9 Monaten, solange sie da drin waren, raus. Und das hat einige Existenzen vernichtet. Und St. Georg war immer ein Stadtteil, wo man relativ preiswert wohnen konnte, wo auch Künstler und Leute, die eben jetzt nicht so ein hohes Einkommen haben, leben konnten. Und das hat sich eben radikal geändert. Die ganzen kleinen Geschäfte sind weg und die, sage ich mal, Normalverdienenden sind also auch fast vertrieben. Und das ist, wie Herdolor sagt, das ist ein System, was wir an allen Großstädten, eigentlich in der Welt, an allen Großstädten feststellen, dass die Leute, die im Zentrum gewohnt haben, weil sie natürlich auch im Zentrum
arbeiten meistens, an die Ränder verdrängt werden und in den Rändern passiert dann genau dasselbe. Dann steigen da die Mieten, weil der Bedarf immer höher wird. Also die Frage ist, wo sollen die Menschen hin? Ihre beiden Filme, Sie haben es ja schon erwähnt, haben viele Schauplätze, auf die ich noch zu sprechen kommen möchte. Aber der Film beginnt in einer Stadt, die im Zentrum vieler Konfliktpunkte des Wohnungsmarktes steht, nämlich in Berlin. Und Sie kehren immer wieder nach Berlin zurück. Also was macht Berlin so besonders in dieser Diskussion? Naja, in Berlin ist es eben besonders, weil früher waren ja die Mieten in Berlin relativ niedrig. Ja, das kann man doch sagen. Ich habe auch in Berlin gelebt. Tja, 70 Mark hat das noch gekostet, eine ganze Wohnung im Monat. Das ist heute, da kann man nur lachen, das wird keiner mehr schaffen. Ja? Und das hat also auch viele Investoren nach Berlin gelockt. Also was wir auch im Film zeigen, ist, dass einfach mit der Finanzkrise ein totaler Wendepunkt stattgefunden hat. Viele Reiche, viele große Fonds, gerade von Blackrock und so weiter, die hatten vorher auf Finanzkonstrukte, Derivate oder Anleihen gesetzt. Das drohte in der Finanzkrise plötzlich in nichts aufzugehen. Ja? Und dann haben die vielen kleinen Steuerzahler die armen Reichen dann gerettet in der Finanzkrise. Aber danach hatten sie halt Angst, wo soll man das jetzt noch anlegen, das ganze Kapital. Und das ist bis heute das große Problem von den großen Kapitalen. Und da haben dann die ersten angefangen. Und Berlin ist wirklich ein Zentrum. Betongold. Betongold, wo plötzlich ganz viele ihr Geld hingestellt haben. Und weil ja das Wort Immobilie, sagt es schon, ist nicht immobil. Das reagiert nicht wie ein normaler Marktwert. Da gehen die Preise hoch. Und insbesondere beim Boden, den kannst du nicht ausweisen bei größerer Nachfrage. Der explodierte geradezu in Berlin. Ja, und die Folgen? Die kennen Sie wahrscheinlich. Ne? Sie zeigen ja in Ihrem Dokumentarfilm auch den Kampf, aber auch die Verzweiflung vieler Mieterinnen und Mieter, die von dieser Bewegung betroffen sind. Einige rücken Sie besonders in den Fokus. Wie sind Sie dabei vorgegangen? Wie haben Sie entschieden, welche Protagonisten in den Film reinkommen sollen, welche Geschichten Sie besonders herausstellen wollen? Also wir haben ja, wie gesagt, im ersten Teil, da konzentriert sich das am meisten auf diejenigen, die davon betroffen sind. Ja, wir haben versucht, eben möglichst breite Variante der Möglichkeiten, die da passieren, darzustellen. Also die erste Doris ist ja, ihre Wohnung, das Haus ist gekauft worden von Accentro und die machen Eigentumswohnungen und ihre Wohnung ist ausgerechnet von einem Londoner gekauft worden. Und sie sagt das ja ganz klar, Wohnungen sind nicht mehr da zum Leben, sondern zur Kapitalanlage. Also so, das ist das eine Beispiel. Das zweite Beispiel ist eben die Familie Kasten, die eben über 10 Jahre Modernisierung im Haus hat. Deren Haus wurde gekauft von Grand City Property. Und wo die Leute langsam ausgezogen sind und sie waren die letzten 3 und ihnen wurde versprochen, wenn ihr jetzt rausgeht, dann dürft ihr auch wieder zurückkommen als Mieter. Aber das ist natürlich alles vorgeschoben. Das stimmt überhaupt gar nicht. Sie sollten schon längst zurückziehen können, aber es ist gar nichts passiert, wohin sie ziehen könnten. Und das dritte ist eben die Habersaatstraße, die ja in Berlin auch sehr bekannt geworden ist, das ehemalige Charité-Schwesternheim. Und da geht es um Abriss. Hier sollen sozusagen 120 Wohnungen, die eigentlich noch in gutem Stand sind, abgerissen werden, um Luxuswohnungen und Tiefgaragen zu bauen. Also so haben wir versucht, so dieses Thema, wenn Mietwohnungen zu Eigentumswohnungen zu Eigentum werden, eben darzustellen sozusagen. Man sieht ja auch, wie kreativ dieser Widerstand sein kann. Ne? Es ist halt etwas sehr Künstlerisches, wie man damit umgehen kann. Das ist auch sehr schön zu sehen, wie sie das einfangen. Ich kann mir aber vorstellen natürlich, dass die betroffenen Mieterinnen und Mieter sehr gerne mit ihnen gesprochen haben. Sie schaffen es aber auch, vor allem im zweiten Teil des Films ist das ja zu sehen, mit denen zu sprechen, die diese Wohnung aufgekauft haben. Wie schwer war es denn da, an Töne zu kommen? Wer wollte denn mit ihnen reden und wer nicht?
Also der Rocker Akelius, der nimmt ja gerne kein Blatt vor den Mund und redet Übertritt öfters auf. Und der hat entsprechend auch frei geredet. Und dann die Frau Oehlmann, die hatte halt die von Heimstaden, ist sie die Geschäftsführerin, die hat halt die Absicht gehabt, zu zeigen, dass sie die Guten sind. Ja? Also wie das Wort Heimstaden schon sagt, ja. Sie sind die Guten und machen das alles viel besser als die vorherigen Wohnungskonzerne. Deswegen durften wir mit ihr reden. Nun gut, die Zuschauer sollen selbst entscheiden, ob sie wirklich so gut sind. Sie vergleichen natürlich auch unterschiedliche Ansätze, wie andere Städte mit diesem Problem umgehen. Sie gehen nach Singapur, London, sind auch in Wien. Was können wir denn hier aus Deutschland von diesen Städten lernen, insbesondere im Hinblick auf die Sicherstellung von bezahlbaren Wohnraum? Ja, und darauf läuft sozusagen unsere ganze Recherche hin, dass in dem Moment, und das zeigen wir an Singapur, das zeigen wir an Wien, in dem Moment, wenn die Kommune, die Stadt, das Land den Boden besitzt, ist sie in der Lage zu entscheiden, was damit passiert. Und das ist ganz grundsätzlich. Und dahin möchten wir sozusagen die Diskussion führen, dass die Bodenfrage neu diskutiert wird. Wem gehört der Boden? Das ist hier die Frage. Denn wie man so schön in Singapur sieht, dort haben sie gleich nach der Unabhängigkeit von England, haben sie angefangen, und das war sehr schlau, mit einem Landenteignungsgesetz, das Land gegen Entschädigung natürlich zu enteignen, um der ganzen Marktentwicklung zuvorzukommen, dass der Bodenpreis steigt. Und so haben sie es eben geschafft, innerhalb von 50 Jahren, dass fast 90% der Singapurer Bevölkerung in kommunalen Wohnungen wohnen können und eine Industrie gleichzeitig aufzubauen. Und Singapur ist ja nun ein hochkapitalistisches Land. Dem kann man nun wirklich keinen Kommunismus unterstellen. Aber sie haben mit diesem Landenteignungsgesetz geschafft, dass sie eben darüber bestimmen können, was mit diesem Land passiert. Und so ist es, ähnlich ist es auch in Wien, dass sie entschieden haben, einen Bodenfonds einzurichten. Das heißt, dass sie immer mehr Boden in kommunale Hand gebracht haben. Und diesen Boden können sie an genossenschaftliche, gemeinnützige Bauträger weitergeben, aber auch natürlich an Investoren. Und aber dann bestimmen, was mit dem Boden passiert, dass zum Beispiel der Grundstückspreis gedeckelt ist, also mit 188 Euro pro Quadratmeter. Damit muss derjenige, der das Haus baut, zurechtkommen bei der Berechnung der Miete. Und mit dieser ganzen Aktion schaffen sie es, dass auch gesamt in Wien der Mietpreis im Prinzip gedeckelt ist, weil sie haben alleine 240.000, glaube ich, Gemeindewohnungen, dann nochmal, weiß ich nicht, und 260.000 geförderte Wohnungen. Also die Stadt Wien hat einen großen Anteil an dem, was mit den Wohnungen passiert, und damit können sie auch auf die Höhe der Mieten eben Einfluss nehmen. Die Regisseure des Dokumentar-Zweiteilers Sold City, Leslie Franke und Herdolor Lorenz. Die beiden Filme kommen Donnerstag in unsere Kinos, und Näheres zu Vorführterminen auch in ihrer Nähe erfahren Sie auf der Seite sold-city.org.